Gelegenheit, meinen Studiogast vorzustellen, nämlich Frau Dr. Andrea Hammermann vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ivanka Trump, ich hoffe, dass wir Sie gleich noch und Ihre Ankunft in Berlin sehen können, bevor Sie dann ab 13 Uhr an der Podiumsdiskussion teilnimmt. Welchen Beitrag kann eine Milliardärs- und Präsidententochter eigentlich leisten zur Stärkung der Frauen in der Wirtschaft? Der W20 ist ja auch immer ein Anliegen, im Prinzip Frauen zu signalisieren, dass man auch als Frau in der Wirtschaft erfolgreich sein kann. Und da ist ja wirklich das Who is Who zugegen. Ivanka Trump ist jetzt neu im politischen Geschäft, aber ist ja auch vorher als Modedesignerin schon erfolgreich gewesen, also auch schon in der Wirtschaft aktiv. Und von daher kann das für Frauen immer auch ein Signal sein, traut euch etwas, ihr könnt euch selbstständig machen, ihr könnt wirtschaftlich erfolgreich sein. Wir haben aber gerade gehört, dass das Ehepaar Trump, also Sie und Ihr Mann Kushner, über 700 Millionen Euro auf dem Konto haben sollen. Sie war ja bis vor kurzem auch Vizepräsident der Trump Organization, ist jetzt seit März auch offiziell Beraterin Ihres Mannes. Wie glaubwürdig kann eine solche Frau sein, die ja nicht nur Millionen auf dem Konto, sondern vermutlich auch Nannies zu Hause hat, sprich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sagen wir mal, finanziell geregelt wird? Das ist natürlich für die normale Frau ein viel größeres Problem. Wie kriege ich denn beides unter einen Hut? Die Erwerbstätigkeit von Frauen hängt ja häufig davon ab, kann ich mein Kind in die Kita geben, pflegebedürftige Angehörige, bekomme ich das alles unter einen Hut und kann ich trotzdem eben noch erwerbstätig sein? Und da gibt es eben für viele nicht den Rückgriff auf die Nanny. Wenn man Glück hat, ist das Elternhaus in der Nähe. Ansonsten müssen Frauen eben jonglieren häufig. Und das sind natürlich ganz andere Gegebenheiten, als Ivanka Trump vorfindet. Die Frauen jedenfalls, die heute auf dem W20-Gipfel auftreten und vor allem an der Podiumsdiskussion ab 13 Uhr teilnehmen, die sind jedenfalls durch die Bank weg erfolgreich, muss man sagen. Sie haben sich in der Berufs- und Arbeitswelt durchgesetzt. Schauen wir vielleicht noch mal kurz auf das Live-Bild vor dem Hotel Interconti in der Budapester Straße in Tiergarten. Der Kudamm ist nicht weit entfernt. Jetzt noch etwa 55 Minuten und natürlich die Sicherheitsvorkehrungen sind groß, denn auch die Bundeskanzlerin wird erwartet im Hotel Interconti. Sie hat ja heute Vormittag noch eine Programmierschule für Flüchtlinge besucht und zugeschaut, wie dort Fachleute, Zuwanderer im Programmieren von Computern ausbilden. Also auch Angela Merkel wird erwartet, genauso wie IWF-Chefin Christine Lagarde. Schauen wir, Frau Dr. Hammermann, vielleicht mal auf die Ziele dieser W20, die ja bisher kaum bekannt sind. Ich habe ehrlich gesagt gestern auch mehr oder weniger zum ersten Mal davon gehört. Ein begleitender Prozess im Rahmen der G20. Und es geht vor allem darum, Frauen in der Arbeitswelt zu stärken, überhaupt auch ihre Erwerbsquote in etwa zu erhöhen und dieses Ziel auch dauerhaft in den Zielstellungen der G20 zu verankern. Wie weit ist man da bisher gekommen? Also Deutschland steht im internationalen Vergleich sehr gut da, was die Erwerbstätigenquote angeht. Also es sind 73% aller Frauen zwischen 20 und 64 erwerbstätig. Das ist im internationalen Vergleich sehr gut. In Italien ist es nur jede zweite Frau. Von daher gibt es da große nationale Unterschiede. Nichtsdestotrotz ist die Erwerbsbiografie von Frauen immer noch eine ganz andere als die von Männern. Das ist spiegelt sich in den Branchen wider, unterschiedliche Branchenschwerpunkte, unterschiedliche Berufe. Also da haben sich Frauen und Männer in der Zeit eigentlich kaum angeglichen.